Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Q&A, meiner Question and Answers, also eure Fragen und ich beantworte diese. Es sind nach dem ersten Teil noch ganz viele neue Fragen dazugekommen, deswegen habe ich mich entschieden, das Ganze neu zu drehen. Okay, ich habe es versehentlich gelöscht, ich gebe es ja zu. Was macht denn nichts? Ich will natürlich wieder mit einem Kommentar der Grünen anfangen, diesmal ist der Özdemir dran, der uns 2011 eigentlich ganz einfach erklärt hat, wie einfach es geht. Und das will ich euch erstmal als erstes zeigen. Kritiker sagen, dann geht in Deutschland entweder das Licht aus oder der Strom wird viel teurer. Sehen Sie es auch so? Ach, wissen Sie, wir kennen die Argumente. Die Argumente sind ja nicht ganz neu. Im Spitzenlastbereich, also nicht im Normallastbereich. Dann, wenn der Energieverbrauch am höchsten in Deutschland ist, ungefähr mittags zwischen 11 und 12, verbrauchen wir ungefähr 80 Gigabyte. Wir produzieren aber ungefähr 140 Gigabyte. Das heißt, das anderthalbfache dessen haben wir immer noch übrig, was wir brauchen. Selbst wenn man die 7 ältesten Meiler abschalten würde, hätten wir immer noch mehr Strom, als wir selbst im Spitzenlastbereich gebrauchen. Also, es ist eigentlich so einfach. Jeder Laptop von uns kann in Zukunft die Energiekrise bewältigen, weil der hat ja mehr als die 80 Gigabyte, die wir brauchen. Ja, ist natürlich toll, wenn uns solche Leute dann erklären wollen, wie die Energiewende zu funktionieren hat. Ganz frisch ist ein Kommentar reingekommen heute in der Nacht von Thomas Rossen, der sehr innovative Ideen hatte, die eigentlich auch gut klingen, die aber leider völlig falsch sind. Er schreibt, wir hatten schon mal mehr als ein bis zwei Tage Stromausfall, also das konnte es nicht passieren, weil wir haben nicht mehr. Das gleiche durfte ich mir am Wochenende von meinem Vater hören. Ich fasse es kurz zusammen, er geht davon aus, wenn dann klar ist, okay, das Netz ist so schnell nicht zu rebooten, dann würde man einfach irgendwelche Zentren einrichten, wo man alle Leute einbringt. Da stelle ich mir schon mal die Frage, wo sollen diese Zentren herkommen und wie willst du die mit Strom versorgen? Und woher wissen die Leute, wo sie kommen? Weil die Kommunikation ist ja auch eingebrochen und die wenigsten haben nur ein Radio, der mit Batterien funktioniert. Die Aggregate würde man direkt an nahegelegenen Tankstellen platzieren, dadurch ist nämlich das Logistik-Treibstoff heranzuschaffen zu müssen, erstmal vom Tisch, das ist richtig, weil kann ich ja direkt aus der Tankung selber nehmen. Und nebenbei funktioniert die Tankstelle wieder. Geile Idee! Wo nimmst du die Tausenden von Aggregate her, die diese Power haben und die vielleicht nur Inverter sein müssen, um die Tankstellen zu betreiben? Wir vom THW sind raus aus der Nummer. Wir haben Aggregate, dass wir uns selber versorgen können, ja. Und wir haben einige Aggregate, die man tatsächlich an Stromnetz anschließen kann. Die haben aber auch nur sehr klein. Das höchste ist bei uns 200 Kilowatt, was wir haben. Und damit kann ich vielleicht mein Krankenhaus unterstützen oder ein Landratsamt. Aber Tankstellen? Es gibt eine Tankstelle im Landkreis, die ist für die Behörden vorbehalten. Also leider, gute Idee, funktioniert leider nicht, weil wir einfach die Technik nicht haben. Ganz einfach. Gut. Dann, dass man die Situation natürlich stabilisieren möchte, ist eh klar. Am Anfang wird halt die Industrie und abgelegene kleine Siedlung in die Röhre gucken müssen, das ist sogar richtig. Aber trotzdem, und jetzt kommt, Städte wie Hamburg, da braucht nur eine AIDA festmachen, die kann die Stadt für Wochen mit Strom versorgen. Da musst du echt lachen, ich bin selber AIDA-Fan, ich weiß nicht, wie oft auf dem Schiff bin. Ich kenne die Generatoren und ich weiß, was die leisten. Und die Generatoren sind so ausgelegt, dass einer das Schiff alleine betreiben könnte in der Notfassung und zu zweit würde vielleicht sogar etwas Energie übrig bleiben. Aber auf so AIDA, selbst auf die Großen, haben 4000 Leute und Hamburg hat wie viele Einwohner? Eine Million? Ich weiß es gar nicht. Auf alle Fälle relativ viele, also ist es völlig unrealistisch, dass ich die mit dem versorgen könnte. Punkt A, bräuchte ich zuerst mal die Leitungen, die müssten dann riesig dick sein, um diese Strommengen zu transportieren. Die müsste ich dann irgendwo am Generator anschließen, da ist aber kein Anschluss für sowas nicht da. Die konnte es nicht in die 230 Volt Steckdose in der Kabine einstecken und damit ganz Hamburg. Das wird nicht funktionieren. Und die Generatoren haben auch nicht für sich eine Lastwechsel, wie hier passieren, ausgelegt. Das heißt, hier würde 0, nix. Sicherung und weg. Also, sorry. Idee grundsätzlich gut, wird aber in der Praxis nicht funktionieren.
Gehen wir zur nächsten Frage. Die ist richtig gut gestellt von Andrea Strake. Und zwar, was ist denn so schlimm dran, wenn wir weniger als 47 Hertz haben als einen sogenannten unzulässigen Betriebszustand? Das versteht er nicht. Warum sollten die Kraftwerke ausfallen, nur weil das Netz zusammenbricht? Kohle glüht ja weiter, Gas brennt auch ohne Strom und Öl fließt sogar selber in die Brennkammer. Und ich weiß nicht, was daran so schwer sein soll, ein Kabel vom Generator ans Kraftwerk für den Eigenbedarf anzuklemmen. Tja, sehr gute Frage, richtig gute Frage, weil so ergeht es die meisten. Was ist denn so schlimm an unter 47 Hertz? Ganz einfach, unser Netz ist auf 50 Hertz ausgelegt. Das heißt Taktfrequenz. Ein Computer zum Beispiel ist auf 50 Hertz ausgelegt. Würden wir jetzt unter 47 haben, könnte sogar ein Computer ausfallen. Also die ganze Technik da drin ist alles auf diese 50 Hertz betrieben und dann wird einfach nichts mehr zusammenpassen. Das ist aber noch nicht das Schlimmste. Die Generatoren haben exakt auf 50 Hertz ausgelegt. Wenn die unter 47 Hertz haben, könnten die sogenannte Resonanzschwingungen haben und dadurch könnte der ganze Generator kaputt gehen. Unser Generator neu zu bauen, schätzen wir, es wird 12 bis 24 Monate dauern. Das heißt, wenn das passieren wird und hier einige Generatoren dann hops gehen würden, dann hätte man Blackout wirklich über lange, lange, lange Zeit. Und deswegen funktioniert das nicht. Es funktioniert auch deswegen nicht, weil zum Beispiel die Pumpen, um das Gas in der Einde zu bringen, die funktionieren auch mit Strom. Die Einspritzung in der Ölpumpe funktioniert mit Strom. Die Steuerungen, die Netzsynchronisation, das ist einmal ganz wichtig. Die Schalttafeln, alles benötigt Strom. Und deswegen unter 47 Hertz Blackout. Fertig. Eine Feststellung vom Helmut aus Rottal. Servus Stefan, wieder mal ein gutes Video. Danke dir dafür. Die Frage ist nicht ob, sondern wann ein Blackout kommt. Liebe Grüße aus dem Rottal. Dies höre ich relativ häufig und tatsächlicherweise sind auch viele Energieexperten genau dieser Meinung. Ich erkläre immer nur die Technik, was passieren müsste, damit es soweit kommt, was dagegen getan wird. Ich enthalte mich aber irgendwelcher Spekulationen. Ich bin nicht selbstverständlich, ich habe keine Glaskugel, ich habe keine Simpson, sondern alles, was ihr von mir hört, ist jetzt rein auf wissenschaftlicher Basis. Und deswegen, ja, ich sehe die Gefahr, dass ein Blackout kommt, wird immer größer. Durch einen Zappelstrom, durch Abschaltung Atomkraft, durch Abschaltung Braunkohle. Aber ob er kommt, ich hoffe es nicht, um diese Frage mal zu beantworten. Zur nächsten Frage, die kommt vom Infokrieger, die ist richtig gut. Ich lese euch wieder vor. Was mich ganz brennend interessiert ist, warum die meisten überhaupt kein Interesse an diesem Thema zeigen oder sogar ablehnend dazu stehen. Ich kenne keinen einzigen aus meiner Familie oder Bekanntenkreis, der sich ernsthaft damit beschäftigt. Keiner, wirklich keiner, hat in irgendeiner Weise vorgesorgt. Das finde ich unverantwortlich. Ich übrigens auch. Wenn es mal soweit ist, ist er der Depp, weil dann möchten natürlich alle an seine Vorräte und dann ist nach ein bis zwei Tagen nichts mehr da. Hier geht es natürlich um die Psychologie des Menschen. Ich bin seit 25 Jahren Verkäufer, da lernst du relativ viel über Psychologie. Und ich kann euch meinen Grundsatz aus der Psychologie sagen, jeder Mensch hat zwei Gründe, warum er etwas tut oder etwas nicht tut. Der erste Grund ist der, der gut klingt, weil XY. Und der zweite Grund ist der wahre Grund. Und den muss man einfach hinterfragen. Also fangen wir mal an. Erstens, Sie wissen es nicht. Und sie wollen es nicht wissen. Und warum wollen sie es nicht wissen? Ganz einfach. Jeder von uns hat seine Probleme, mit denen er sich tagtäglich beschäftigt. Und wenn ich jetzt dies wissen würde, dass es kommen könnte, wäre das ja ein zusätzliches Problem, wo ich Lösungen wieder machen müsste. Ich müsste Vorräte anlegen und. Ja, und das wollen sie nicht wissen. Das ist ein freundliches Desinteresse, würde ich mal sagen. Und ich finde, das wird von Generation zu Generation immer schlimmer. Punkt 2, sie wollen es nicht glauben. Wir alle sind aufgewachsen und es gab immer Strom. Für die Jüngeren, es gab immer Internet, es gab immer Handys. Gab es immer. Hat mal 11 Stunden, 2 Stunden, 5 Stunden, mal nicht. Scheiß drauf. Aber es gab es immer. Und es gibt genug Kommentare, die zu mir sagen, in Deutschland gab es immer Strom und es wird immer Strom geben. Punkt. Aus. Geht wieder auf Punkt 1, das ist der Grund, der gut klingt, es gibt in Deutschland immer Strom. Und der Punkt B ist eigentlich, ich will mich mit dem Thema nicht beschäftigen, weil es würde zusätzliche Probleme verursachen, die ich dann lösen müsste. Und das wollen die Leute heutzutage einfach nicht mehr. Und Punkt 3, das ist ein Punkt, der leider in vielen Punkten immer mehr wird in Deutschland. Jemand anders kümmert sich darum.
Das ist so diese typische, gerade die Jungen haben die relativ viel, die Vollkasko-Mentalität, der wir Deutschen mittlerweile unterliegen. Mir kann ja nichts passieren, der Staat fängt mich immer auf. Es kommt die Feuerwehr, es kommt die WAW, es gibt den Maltese, es gibt das Rote Kreuz, es gibt das MHW und. Und ich sag's mal anders, Stumme, stellt euch mal vor, bei euch brennt's und die Feuerwehr kommt nicht. Weil es ist keiner Feuerwehrler geworden. Es wollte keiner mehr machen. Weil es keine mehr interessiert, weil es kümmert sich ja schon irgendein anderer drum. Und das ist das große Problem, das wir mittlerweile haben, dass sich die Leute einfach völlig darauf verlassen, dass der Staat sich um alles kümmert und irgendwelche anderen Leute machen es und ich muss nichts machen, ich genieße mein Leben, spiele über Xbox oder bin am Handy unterwegs. Und darum, liebe Leute, sage ich, bitte engagiert euch, THW, Feuerwehr, Reservisten, Rot Kreuz, Malteser, MHW, wie sie alle heißen. Die suchen alle Händeringen Leid, weil sonst können wir nicht helfen, wenn irgendwas mehr ist. Wenn wir keine Leid mehr haben, können wir auch nichts machen. Und das wird dann ein umso größeres Problem, weil die Leute natürlich immer unselbstständiger werden, weil sie sind ja gewohnt, es hilft ihnen ja jemand. Ich habe übrigens einen Kommentar bekommen, und da sage ich Respekt, der hat gerade gesagt, er hat frisch bei der Feuerwehr angefangen und macht gerade seine Truppmannausbildung. Weiter so. Ihr seht, es sind eine ganze Menge Fragen. Ich hoffe, dass ich diesmal im zweiten Teil durchbringe. Sonst muss ich irgendwann noch meinen dritten machen. Es ist Wahnsinn. Genau. Die nächste Frage lese ich wieder vor vom Never Ever. Die Kraftwerke haben zwar Notstromaggregate, um zu kühlen, aber was ist, wenn diese ausfallen? Das soll ja schon öfters passiert sein, laut Google. Habe ich auch gehört. Wie lange dauert es, bis die Anlage zur Gefahr wird? Und wie merkt man es, wenn von den Medien verheimlicht wird, solange die Nusetten gehen. Also in Tschernobyl, die Katastrophe ausbrach, hat es auch keiner gemerkt. Und die Jodtabletten sollte man ja am besten 2 Stunden vorher einnehmen. Also was tun? Flüchten, auf Windrichtung achten, genug Abstand halten. Das ist tatsächlich ein großes Problem, weil oft diese Meldungen nicht sofort weitergegeben werden, auch um keine Panik zu verursachen. Weil stellt euch mal vor, es heißt jetzt, das Atomkraftwerk, das 10 Kilometer von euch weg ist, das hat, ja, da hat es eine Explosion gegeben. Ja, die Autobahnen werden sofort verstopft, jeder würde mit Sack und Pack abhauen, weil da geht es um Leben und Tod. Brauchen wir nicht diskutieren. Wie wir das mitkriegen, es gibt also tatsächlicherweise, ich bin jetzt nicht der Atomexperte, aber so Geigerzähler kann man sich mittlerweile selber kaufen, die kosten auch nicht mehr die Welt. Es gibt schon welche für 200 Euro, es gibt sogar einen Geigerzähler fürs Handy, so ab 50 Euro. Der wird mit Sicherheit nicht zu 100% funktionieren, aber so extreme Strahlung, die wird er mit Sicherheit anzeigen. Und von dem her könnte ich den dann jederzeit aufs Handy draufstecken. Ich gebe euch mal unten einen Link, was ich auf Amazon so gefunden habe. Könnt ihr euch einmal durchschauen, wenn sowas jemand haben möchte. Wer sich unterdessen informieren möchte, es gibt die Seite odlinfo.bfs.de vom Bundesamt für Strahlenschutz. Wir haben in Deutschland 1800 Messstationen, die quasi die Radioaktivität messen. Aber haben wir natürlich keinen Strom mehr, ist Internet natürlich auch weg, das heißt, das kann ich nur bedingt nehmen. Ich habe zum Beispiel nach Fukushima regelmäßig dort reingeschaut, ich schaue jetzt noch regelmäßig rein. Ist also ganz interessant. Gut. Ah ja, genau, die Frage muss ich nochmal haben. Oder beziehungsweise vom JP kam daraufhin eine super Antwort, die möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Genau, die Turbinen würden verrückt spielen und den Strom ohne ausreichende Belastung davon könnte man überhaupt nicht gebrauchen. Dann geht es nur noch den Dampf in die Kühltürme rein, Umwälzpumpen und Ventilatoren sind dann super wichtig. Ja, er schreibt ihm auch, habt nicht so viel Angst, weil Tschernobyl, Fukushima ist mal aufgemacht und man weiß jetzt, wie wichtig Notstromaggregate im Kraftwerk sind. Das Problem dabei ist, bei der letzten Überprüfung in Frankreich waren nur 13% der Kernkraftwerke wirklich gut ausgestattet. Und ich glaube, über 40% waren mangelhaft ausgestattet, was dieses Thema Notstromaggregate, Notkühlung angeht. Und das macht mir Sorgen. Nächste Frage. Dirk Weber, nach einigen Gedanken, macht ihr mal Gedanken, was über Solarzellen machen in Verbindung mit Stromspeicher für zu Hause oder auf der Flucht. Da es in dem Bereich gibt es ja jede Menge Schrott, es gibt aber auch Gutes. Es gibt da schon einige Infos auf YouTube im Bereich Camper und Expeditionsfahrzeuge. Das ist richtig. Ich habe mal ein Video gemacht über die kleine Solar Powerbank, die ich nutze, mit die 4 Panels. Die reicht also locker fürs Handy oder für die Funkgeräte, aber natürlich nicht für mehr. Da wird es vielleicht mal ein anderes Video dazu geben. Da bin ich gerade mit einem Spätzl im Gespräch, der Photovoltaikanlagen vertreibt, dass man vielleicht einmal wirklich, was muss ich tun, damit meine Voltaikanlage, die ich auf dem Dach habe, und die Akkus im Keller, dass ich die bei Stromausfall auch nutzen kann.
Es wissen nämlich die wenigsten, dass das nicht funktioniert. Nur so mal als Info. Viele denken, ich habe jetzt die Akkus drin, mir kann nichts mehr passieren. Das ist leider nicht ganz so, das muss speziell umgebaut werden. So, weiter geht's. Also Mr. Steffen Zell hat folgende Frage: Gibt es von Behörden Katastrophenpläne hinsichtlich der Vorgehensweise nach einem Blackout? Ja, tatsächlich, die gibt es natürlicherweise. Für das sind auch die einzelnen Landratsämter quasi zuständig, jeder in seinem eigenen Bereich. Jeder so, wie er das umsetzt. Allerdings, ob die für einen vollständigen Blackout reichen, wage ich zu bezweifeln, weil da meistens eben dann mit drin ist Hilfe von außen. Also wenn ein Landkreis quasi keinen Strom hat, kommt ja Hilfe von außen. Beim Blackout, gute Frage. Also wage ich zu bezweifeln. Was ich in letzter Zeit ganz vermehrt bekomme, das sind E-Autos, kann man doch jetzt als Speicher nutzen, die stabilisieren unser Netz. Ja, mit der Smart Grid-Technik theoretisch möglich. Dafür haben wir aber auch noch viel, viel zu wenige E-Autos, als dass die Akkukapazität großartig was bringen würde. Und das Zweite, was man hier nie vergessen darf, habe ich jetzt so ein E-Auto und ich weiß, ich muss morgen nach Stuttgart 300 Kilometer, ich brauche die volle Leistung. Und ich stecke den am Abend an und am nächsten Morgen steige ich ein und er ist nur zu Viertel voll, weil das Netz die Leistung meines Akkus benötigt hat. Ich weiß es nicht. Noch dazu wird es natürlich die Lebenszeit eines Akkus massiv verkürzen mit den ganzen Aufdingen, aber das ist jetzt ein zweites Thema. Ich selbst hatte 12 Segways, das ist ja nichts anderes, die haben am Abend eingesteckt und die waren am nächsten Morgen voll geladen, weil wir die wieder gebraucht haben. Das heißt, das funktioniert einfach gar nicht bei jedem E-Auto-Besitzer. Meine persönliche Meinung, E-Autos ist die, kleine E-Autos in Städte super, die brauchen weniger Parkplätze, die kommen überall rein, die haben leise, super. Was ich nichts davon halte, das sind einfach diese großen E-Autos wie ein Audi e-tron, die draußen rumfahren. Sehe ich umwelttechnisch keinen großartigen Vorteil, da sehe ich eher die Belastung unseres Stromnetzes. In letzter Zeit wurde mir häufiger vorgeworfen, ich bin ein, wie hieß es so schön, Panikmacher. Kann doch eh alles nicht passieren. Habe euch ja schon erklärt, was die Psychologie dahinter ist. Ich kann euch sagen, alles, was ihr in meine Videos hört, ist definitiv rein technisch. Ich nutze keine Simpsons, ich nutze keine Glaskugel, kein Nix. Sondern das ist alles Technik und im Übrigen kam die Bundesregierung im Jahr 2011 in einer Studie zu exakt der gleichen Meinung. Damals waren wir halt noch nicht links-grün, da war das noch in Ordnung, dass das passieren kann. Heute ist es ja nicht mehr in Ordnung im Meinungsbild der links-grün. Kann ja nicht passieren, darf ja nicht passieren. Was nicht sein kann, darf nicht sein. So einfach ist es. So, kommen wir zur letzten Frage. Die hat nichts mit Blackout zu tun, aber ich wurde sehr oft gefragt, wie machst du eigentlich deine tollen Studioaufnahmen? Und das will ich euch jetzt einfach mal zeigen, indem ich mal... Und ihr seht, hinter mir wird es plötzlich alles green. Ich habe also ein normales Greenscreen. Studio. Studio ist vielleicht übertrieben. Ich zeige euch das mal näher. So rum. Ihr seht, hinter mir ist eine Leinwand. Tatsächlicherweise ist das ein Jersey-Spannbetttuch. Mehr ist es nicht. Da muss man nur darauf achten, dass ihm keine Falten kommen. Und als Beleuchtung habe ich ganz professionell, ich hoffe, ich kann euch das zeigen, hier zum Beispiel eine Neonröhre. Hier steht im Übrigen meine Kamera drauf, also ganz professionell gemacht. Ich habe natürlich oben eine Neonröhre, die hinten schon wieder ein Greenscreen ausleuchtet. Ich habe hier als einzig professionelles eine Softbox. Dann, wie gesagt, hier ist mein Greenscreen. Und hier habe ich einmal oben einen Scheinwerfer, der quasi von oben, von hinten auf mich scheint. Und ich habe hier unten nochmal einen, der quasi den Greenscreen hier ausleuchtet, dass der ungefähr die gleiche Farbe überall hat. Das war's. Mein Studio hier hat ungefähr Größe von, ich würde mal sagen, 2,50 Meter auf 1,20 Meter. Mehr ist es nicht, weil there's no business like show business. So Leute, das war's wieder von mir. Hat mich gefreut fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr Fragen habt, haut es mir in die Kommentare. Vielleicht mache ich mal wieder so ein Q&A. Ich finde das ganz witzig eigentlich. Und ich sehe, das interessiert euch auch, weil halt dann komprimiert die Sachen dran kommen, die euch interessieren. Also, einfach unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, darf dies natürlich gerne tun, würde mich noch mehr freuen. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer Spiegel von Outdoor Kimber. Fertig.